Und damit moin moin und herzlich willkommen zum Anfang des Halloween Specials. Es werden ab jetzt stündlich Videos erscheinen. Horrorvideos von kleinen Horrorspielen. Wir fangen an tatsächlich mit Dreams. Es werden auch ein paar mehr Dreams-Kreationen heute Abend kommen, aber auch andere Sachen. Lasst euch überraschen. Die Videos werden erscheinen bis 0 Uhr, das letzte. Und ich hoffe, ihr guckt bei allen Videos mal rein. Wir starten mit Dreams und zwar mit Project Hill Redux. Ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt rein ins Spiel. Ich weiß tatsächlich nicht, was uns hier erwartet. Ich glaube, da kommen Stimmen aus meinem Controller. Okay. Bla bla bla. Mit Viereck kann ich mit Sachen interagieren. R3, um mir Dinge anzugucken. L1 zum Zoom. Und das Touchpad, um in das Inventar zu schauen oder auf die Map. Okay, Zoom geht. Das sieht nicht schön. Ey, warum schwebt das? Was haben wir hier? Pick up. Picked up Room Key. 205 war das, glaube ich. If you're hearing this, you need to listen closely. Someone, no, something brought you into this mess. Now I wasn't able to get my stuff out, but maybe you can leave. Follow the recordings. Follow the notes. Live. Okay, warum hängen hier so komische Sachen von der Decke? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade gar nicht wirklich zugehört. Open. You need key. Restroom. Da können wir rein. Report on subject 31B. Warum ist die Tür zugegangen? Pick up. Hallo? Ich habe immer noch den Schlüssel für das Apartment 25. Hier kommen wir nicht rein. Security Room kommen wir auch nicht rein. Da sitzt einer vorm Aufzug. Oder vorm Exit. Der ist weg. 211. Jo, ich habe keine Ahnung. Stand das auf irgendeinem Zettel drauf? Und mir gefällt diese ganze Stimmung hier irgendwie nicht. Meine Güte. Ja, moin. Natürlich gehe ich da einfach rein. Graphic Design ist mein Passion. Ja, geil. Ein bisschen Comedy muss auch drin sein. Ich hoffe, das kam auch alles so rüber, wie es hier sein soll. Ah, man kann auch weiter drücken, okay. Aber wir wissen ja alle, also Leute, die diesen Kanal hier länger verfolgen, wissen, was ich für ein Fan von Texten in Videospielen bin.
Mach doch die Tür nicht immer wieder zu. You need a key. Okay, hier waren die Restrooms, da konnten wir rein. Okay, offensichtlich brauche ich hier den Zahlencode. Unlock the lockbox with the key inside. Ach so. You need items to unlock this. Aber was denn für ein Item? Jetzt. Picked up. Exit Key. Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt so einfach entkommen kann. Uiuiuiui. Come closer. Oh Mann. Ich glaube, hier versucht gerade jemand rauszukommen. Aber ich habe doch den Exit Key. Oh, da. New Objective. Solve the riddle, was? I'd look for something to break the boards with. Wow, ich habe ihn eben nur im Augenwinkel gesehen. Geh mal weg, Dude. Ja, was ist los mit dem? Okay, ich soll was finden, um das kaputt zu machen. If you're hearing this, ja, ich wollte es nicht anmachen. Closely. Someone, no, something. Brought you into this mess. Now I wasn't able to get myself out, but maybe you can leave. Follow the recordings. Follow the notes. Live. Ich hoffe irgendwie noch, dass ich eine Art ich brauche trotzdem Schlüssel. Ich habe irgendwie noch Hoffnung, dass ich einen Code finde für diese Tür neben dem Exit. Aber irgendwie gibt es hier auch gerade nichts einzusammeln. Past sins will let you in.
So. Komm mal mit, mein Freund. Vielleicht lässt er dich ja durch die Tür. Wir sind übrigens, glaube ich, dasselbe, nur dass er eine Maske auf hat und ich nicht. Er hat ja sogar das Ding an der Seite und den Strich auf dem Rücken. Er hat ein bisschen andere Farben, aber ansonsten sind wir, glaube ich, circa dieselbe Person. Kommen wir jetzt rein? Nö. Wahrscheinlich ist da drin der Schlüssel. Ach so, das ist das mit den drei Tieren, um die Kiste zu öffnen. Aber nichtsdestotrotz fehlt mir doch jetzt noch irgendwas, um hier weiterzukommen, oder? Ja, moin! Ja, moin! Das Ritual ist beendet. Es scheint so... It seems the old gods have accepted Mara as an offering. Ach so, es scheint so, als hätten die Götter Mara als ein Opfer akzeptiert. Das sind großartige Neuigkeiten. Ja, okay. Heißt das, ich komme jetzt in einen anderen Raum? Achso, war da eine Zahl drin? Nö. Okay, dann gehen wir mal wieder hier rum. Hier ist auf jeden Fall eine Axt. Okay, ich kann zuhauen. Das ist schon mal viel wert. Sehr schön. Die drei Fragezeichen. Aber was sollen denn diese Geräusche jetzt, Mensch? Wow. Ich gehe da einfach mal hin. Ich hau ihn mal. Aha.
Music Box Collect. Wow! Das Spiel ist besser, als ich von einem Dreams Game erwartet hätte. Exit bitte. Gibt es hier noch irgendwo so eine Bretter? Okay, die gehen wohl nicht. Ja. Security Room Key. Der Security Room ist hier hinten. Okay, hier. Der Code für die Tastatur ist 261. Oh, zum Glück fällt mir hier nicht so einer von den Monitoren runter. Oh, Digga, mach keinen Scheiß jetzt. Exit ist offen. Project Hill Redux. Besonderen Dank an noch ein paar Menschen, die wahrscheinlich mitgeholfen haben. Das kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch. War ziemlich gut für eine Dreams-Kreation. Hat mir sehr gut gefallen. Ich drücke jetzt noch nicht weiter, damit ihr noch nicht wisst, was als nächstes kommt. Lasst für dieses Video gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar. Und falls es noch nicht getan hat, abonniert diesen Kanal, besonders jetzt an Halloween. Nächste Stunde kommt das nächste Video. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei. Danke fürs Zusehen und tschüss!